Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Ja, wie vielleicht dem einen oder anderen auffällt, ist an meiner Rüstung ein bisschen was anderes. Und zwar trage ich statt meinem tollen Iato jetzt die Großaxt. Das liegt einfach daran, weil ich jetzt einen anderen Spielstand gerade habe. Und es liegt einfach daran, vielleicht hat der ein oder andere es nicht mitbekommen oder kein Interesse daran gezeigt. Deswegen mache ich das ja auch. Ich habe die letzte Dark Souls-Aufnahme versemmelt, wo wir nach Anolondo gegangen sind und das ein bisschen erkundet haben. Beziehungsweise habe da die Videoaufnahme versemmelt, habe jetzt dann auch das Hörspiel dazu hochgeladen, so an sich. Und ich mache jetzt halt nochmal hier richtig, damit man auch sieht, was ich getan habe und sowas, mache ich hier nochmal mit einem anderen Charakter den Weg nach Anolondo durch. Und ich war sogar unten in den Katakomben und habe mir die Götterblut geholt. Einfach bloß, damit ihr auch mitbekommt, was der Schmied zu sagen hat. So. My, that's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I could produce divine weapons with a flame such as that. Ah, okay, ich hatte die göttliche Glut ihm nur nicht gegeben. Gut, das war jetzt also die göttliche Glut, das hatten wir schon mal, aber die kann ich natürlich ihm auch geben. Ja, gut. Ja. So. Aber ich will dir eigentlich die Götterglut geben. Oh, my. What a brilliant ember you have there. I've only heard legends of such specimens. The embers used for the secret rites of divine blacksmiths. Perhaps you could lend it to me. I've long dreamed of forging divine weapons. Und auch die geben wir dir natürlich sehr gerne. Splendid. Splendid. Thank you, Andre of Astora. Never disappoints. I assure you. Sehr schön. Damit haben wir jetzt auch das und ich verstärke noch kurz meine Waffe, meine Großaxt. Ich kann auch kurz, ich weiß gar nicht, wie viel Stärke ich habe. Ah, bla bla bla. Ich bin jetzt auf 36 Stärke, das heißt, es fehlt noch ein bisschen was bis zur Großaxt des Drachenkönigs. Ich hätte sie mittlerweile erreichen können. Welches Level bin ich denn? Level 50, das heißt, das hätte gut gereicht, wenn ich voll auf Stärke gegangen wäre, aber man sieht jetzt schon, dass ich ein bisschen weniger habe, auf jeden Fall, als in meinem anderen Speicher. Und ja, ich wollte einfach nicht komplett zurückfallen, weil sonst wäre es viel zu schwer. Und ich wollte den Charakter halt auch richtig spielen. Auch wenn ich natürlich so schnell wie möglich auf die Großaxt jetzt gegangen bin. So, dann verstärken wir sie jetzt noch auf plus 10, um auf plus... Achso, ja klar, ich muss sie ja erst umwandeln. Genau hier. Ja. Sehr schön. Und jetzt können wir sie verstärken. So, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ich sollte sie eigentlich nicht verstärken, weil sie war schon so unglaublich mächtig. Mit Level 5. Jetzt ist sie plus 10. Ich könnte noch mein Graswappenschild verbessern, wie beim anderen. Rüstung. Nee, ich verwechsel es immer wieder. Furchtbar. Ich habe mir auch hier wieder die Dings gegönnt. Die Golem-Rüstung. Einfach bloß, weil ich es irgendwie gewöhnt bin. Keine Ahnung. So, Graswappenschild plus 1, plus 2. Ja, ich habe viele kleine Scherben. Das habe ich rausgefunden bei der Schlange. Bei diesem, wie heißt der Königssucher, aber keine Ahnung. Zumindest diese Schlange, wo man verkaufen kann. Wenn man da so eine grüne Scherbe zerbrechen lässt, dann gibt es nicht nur eine kleine Scherbe, wie ich rausgefunden habe, sondern ich glaube 5. Und ich habe das halt 3-mal gemacht oder sowas, weil ich es nicht wusste. Und jetzt habe ich ja ziemlich viel von den Dingern. So, dann haben wir das jetzt auf plus 5. Ich habe aber keine großen Scherben mehr, weil ich habe genau für das hier jetzt eingekauft, dass ich das plus 10 habe, die Axt. Und jetzt gehe ich mit der plus 10 Axt, nach Anolondo. So wie das letzte Mal eigentlich. Für die Leute, die sich wirklich überhaupt nicht interessiert haben für das Dings, verstehe ich vollkommen, weil es ist nicht wirklich so spannend, deswegen mache ich das hier jetzt auch. Die erste halbe Stunde habe ich, also es war eine 2-Stunden Aufnahme circa, und ich habe die erste halbe Stunde erstmal damit verbracht, gegen die Runendämonen nochmal zu kämpfen oder gegen die Matschdämonen. Das ist mir mehr oder weniger gelungen. Ich habe da einen davon töten können. So, und jetzt mal sehen, ob ich noch mit zurechtkomme. Es ist eine Weile her, seitdem ich Dark Souls gespielt habe, und dann mit der Großaxt ist auch nochmal ein bisschen anders, aber
Man sieht schon, ich komme gut mit den Gegnern klar. Oh mein Gott, diese Großaxt, sie ist so unglaublich mächtig. Es ist nicht mehr schön. Und in den Katakomben hatte ich auch sehr viel Spaß. Denn das Witzige, wie ich auch kurz erzählen kann, ja, man sieht ja auch überall die Seelen. Also ich habe jetzt nicht so viel Erkundung gemacht, muss man jetzt sagen. Ich wollte eigentlich relativ schnell hier durch, um dann ja zu zeigen, was dann in Anor Londo passiert ist, weil unser Hauptspielstand ist ja immer noch der Dings, der auf Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, hier überall Seelen und sowas. Zumindest, was wollte ich sagen? Ah, in den Katakomben hatte ich auch viel Spaß, weil mit der Großaxt kann man mit einem normalen Schlag so ein großes Skelett umhauen. Und das fand ich schon ziemlich spektakulär auch. Und auch recht witzig, weil so konnten die sich eigentlich überhaupt nicht wehren. Ja. Ich bin jetzt auch 10 Level unter meinem anderen. Also mit meinem anderen bin ich auf Level 60, glaube ich, nach Anor Londo gegangen. Jetzt bin ich Level 50. Sollte aber nicht viel daran ändern. Weil ich denke, man sieht... Auch eine kleine Scherbe, dankeschön. Man sieht, wie einfach das hier geht. Auch der Eisengolem war jetzt nicht wirklich schwierig. Zudem war was ganz Interessantes. Ich habe ihn hier nach hinten gelockt. Beziehungsweise ist er mir einfach nach hinten gefolgt, nachdem er mich hier hinten geworfen hat. Und dann habe ich ihn ein bisschen gehauen. Ich habe ihm auch gut Schaden gemacht. Und dann hat er getaumelt. Und ich habe ihn angegriffen, während er getaumelt ist. Und dann ist er hier runtergefallen. Dann war er ungefähr bei halbe Leben und ist dann, ja, da runtergefallen. Fand ich sehr, sehr interessant. Könnte so eine Art, ja, so ein kleines Geheimnis sein. Ich weiß es aber jetzt nicht. Keine Ahnung, zumindest einfach da hinlocken und mit einer heftigen Waffe draufhauen, dann fällt er um. Und jetzt gehen wir mal wieder nach Anor Londo. Immer wieder einfach nur wunderschön hier anzukommen. Allgemein Anor Londo ist auf jeden Fall bisher zumindest noch, vielleicht ändert sich's ja noch, aber bisher auf jeden Fall das mit Abstand schönste Gebiet. Einfach vom Stil her und von, ja, halt auch die untergehende Sonne und sowas, das ist ganz toll. So, mal sehen, wie viel Schaden wir dir jetzt machen. Ich weiß, dass ich mit einem zweihändigen großen Schlägen dich getötet habe. Mal sehen, ob diesmal eine ausreicht. Problem ist bei den Typen immer, ihr Block ist verdammt heftig. Nee, eine reicht nicht ganz aus, aber knapp. Anderthalb Schläge aber. So. Mit euch lege ich mich jetzt aber auch nicht an. Die zwei Kisten da hinten sollte ich haben. Ja, ich habe die Kristallhellebarde. Dann gehen wir noch kurz zum Lagerfeuer. Ich kürze das hier jetzt alles auch ein bisschen ab, so wie ich es eigentlich schon den ganzen Spielstand lang gemacht habe. Einfach bloß, damit es jetzt auch nicht zu langweilig wird. Und wie gesagt, der richtige Let's Play-Stand ist ja der mit dem Yato, also der auf Beweglichkeit. So, das habe ich aber, glaube ich, schon auf plus 20, so wie es aussieht. Ja, sehr schön. Rüstung reparieren können wir noch mal kurz. Das Golem-Zeug natürlich. So, aufsteigen. Ne, braucht 15.000. Ich habe aber, glaube ich, keine Seelen mehr. Die habe ich alle verbraten. Ich habe 13 Menschlichkeit, das finde ich schön. Ne, keine Seelen. Ja, also wie gesagt, ich habe hier auch mehr oder weniger versucht, so schnell wie möglich auf Stärke zu gehen, natürlich. Ist mir auch recht gut gelungen, natürlich, aber... Ja, es ist ein bisschen anders. Ich habe ein bisschen anders gespielt, auf jeden Fall, als in meinem richtigen Let's Play-Stand. Mir waren natürlich auch manche Sachen mehr bewusst als andere. Beziehungsweise konnte ich manche Sachen besser lösen. Hat mich auch allgemein in meinem anderen, beziehungsweise in meinem Let's Play Stand, haben wir jetzt, glaube ich, 30 Stunden und hier habe ich bloß 13 Stunden
fand ich auch ganz interessant. Ach ja, den Gargoyle habe ich hier ja ohne nicht getötet, aber das sollte jetzt auch kein großes Problem werden. Komm mal runter. Ja, ich mach ganz gut Schaden dafür, dass es einhändig und kein Schwacher ist. Und es ist halt genauso wie bei diesen Skelettkriegern. Finde ich es immer wieder interessant, dass man den die halt zusammenzucken lassen kann. Beziehungsweise die Skelettkrieger dann umhauen kann. Also das ist einer der großen Vorteile von der Großaxt. Kein Vieh hat einfach eine Chance gegen das. So, was war denn hier hinten drin? Ich habe keine Ahnung. Dämonentitan. Okay, nehme ich gern. Obwohl mir natürlich ein Drachenstein lieber gewesen wäre, weil ich ja bald die Großaxt führen werde. Aber ja, ich bin gerade auf 36 Stärke. Das heißt, es wird noch... 14 braucht es noch. Und da ich versuche jetzt so ein bisschen, da ich die Großaxt jetzt habe und ziemlich stark jetzt bin, versuche jetzt so ein bisschen abzuwechseln und hin und her. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, bis ich die führen kann, aber ich bin auf einem guten Weg. So, hier sind erst die Gemäldekriege, die sollten gar kein Problem sein, dachte ich mir. Und ich denke, man merkt es irgendwie auch nicht, dass ich jetzt 10 Level zu schwach bin, beziehungsweise 10 Level zu niedrig als in meinem anderen Stand. Ich wollte gerade wieder die Waffe wegpacken. Man merkt, ich habe ein bisschen Monster Hunter gespielt. okay, hier ist auch noch überhaupt nichts erkundet. Das heißt, Arno Londo habe ich eigentlich noch nicht wirklich erkundet, beziehungsweise gar nicht. Aber das dauert ja auch nicht lang, zumindest auf den Stand zu bringen, den ich vor meiner letzten Aufnahme hatte. Das ist ja eigentlich nur noch diesen Kronleuchter darunter zu hauen. So, greif an. Das wird jetzt natürlich blöd. Dafür wechsle ich gerne zu meiner Dings. Hier zu meiner kleineren Axt. Die ist zwar auch langsam, aber wesentlich schneller. Ich denke, das werde ich auch hier machen. Ist angenehmer hier oben. Beziehungsweise einfach bloß für schnelle Gegner und sowas wechsle ich gern darauf. Die hätte ich eigentlich auch auf plus 10 machen können, beziehungsweise sollen. Wäre sinnvoll gewesen. Aber okay, tschüss. Aber jetzt ist schon so und wir werden auch so irgendwie durchkommen. Die Gemäldehüter sind ja jetzt nicht so schwer. Ich denke... Nein. Ach Mann. Ja, er hat halt überlebt. Und tötet sich. Super. Der hätte mit deinem Leben was anfangen können, aber nein, du musst es ja töten. Gut, dann gehen wir halt gleich nochmal hin. Das war jetzt blöd, dass ich da runtergefallen bin, aber ich sollte vielleicht auch nicht ungeduldig werden. Ich muss mir einfach genügend Zeit lassen. Wir sind ja jetzt auch gut in der Zeit. Ich meine, ich hoffe nicht, dass ich bis dahin, wo ich jetzt war in meinem Let's Play, dass ich dann auch 2 Stunden brauche. Ich hoffe ja mehr auf eine. Damit wir dann das einfach schnell abgeschlossen haben. Wenn es ja wirklich interessiert, was da vorgefallen ist, zumindest was ich da von mir gegeben habe, der kann gerne auch das Dings angucken oder anhören. Das Hörspiel. Aber ansonsten, alles Wichtige, wie gesagt, kommt ja hier auch drin vor. So, gehen wir gleich wieder hier runter. Aber es ist wirklich ein bisschen blöd da oben. Oder nicht so einfach da drüber zu kommen, beziehungsweise mit den Typen klar zu werden, wenn man solche schweren Sachen hat. Aber irgendwie wird es schon funktionieren, vor allem wenn man halt so arg ausholt. Ja, ich sollte wirklich so kämpfen. Geht ziemlich schnell. Und man gewöhnt sich auch ziemlich schnell an diese geringe Angriffsgeschwindigkeit. Zumindest ich komme jetzt ganz gut damit zurecht, würde ich sagen. Auch wenn ich ja in meinem anderen Spielstand so extrem auf Geschwindigkeit bin, geht es trotzdem ziemlich gut. So. Ist aber auch hier gefährlich. Wo sind meine Seelen da hinten? Okay. Die würde ich ungern verlieren, sind nämlich schon wieder 10.000. Und 15.000 brauche ich für ein Dings, für ein Level-Up. Das heißt, es ist ja schon fast wieder. Oh, die sind aber auch mit ihrem Ranrollen und sowas. Ja gut, okay, das geht. Man darf sich halt überhaupt nicht bewegen. Oh, kein... Oh mein Gott, oh mein Gott. Puh. Nicht, dass die Typen schwer wären, aber es ist einfach nur gefährlich hier oben. Da war es mit dem Iato natürlich wesentlich einfacher, aber naja. Ich mach's mir ja gerne schwer. Beziehungsweise, was heißt, ich mach's mir ja gerne schwer.
Ich habe jetzt eine Waffe gefunden, die noch viel mächtiger ist als die, als das Iato. Von dem her kann man von Schwermachen hier nicht wirklich reden. So, sehr schön. Wenn ich jetzt keinen Blödsinn mache, dann sollte ich es vielleicht sogar schaffen. Da hinten war ein göttliches Dingens. Ich habe keine Ahnung, was da hinten war. Ich hol's mir aber, denke ich, trotzdem. Da nach unten müssen wir auf jeden Fall noch. Aber da hinten in der Kiste. Ja, obwohl, ja, ja. Wie gesagt, ich bin hier nicht wirklich auf Erkundungstour, aber das kann man sich ja holen. So, jetzt kann ich eigentlich auch wieder auf meine Großaxt umschalten. Ist hier jetzt nicht so wichtig, schnell zu sein. Wie war denn das hier nochmal? Bin ich hier überhaupt richtig? Nee, eben nicht. Ja gut, dann lassen wir's. Komm. Ich habe schon einige Seelen verpasst, wie gesagt. Und da wird dieses göttliche Dingens, was auch immer, wie es hieß, nicht wirklich wichtig sein. So, hier draußen kommt leider kein Boss. Hier ist der Hebel, der das Ding wieder nach oben fahren will. Aber wir fahren es jetzt erstmal auf die Position, damit es uns hilft. Da hinten sieht man auch schon, dass da ein weiterer Gargoyle auf uns wartet. So, und drehen. Ich weiß aber nicht, wo die Treppe hinführt, beziehungsweise der Gang. Ach so, doch, genau, das verschiebt sich halt so. Ja. Stimmt. Und da kommen wir mit der Wendeltreppe in den unteren Bereich von der Gemäldekammer. So, und jetzt können wir hier erstmal auf den Gargoyle. Okay, wieso kommt der von unten? Ach so, ja klar, weil wir jetzt, Quatsch, ich wollte sagen, eigentlich auch von oben. Aber wir jetzt unten sind, deswegen kommt er von oben. So, dem anderen habe ich auch seinen Schwanz nicht abgehackt. Das ist ja blöd. Naja, keine Gargoyle-Axt für uns. Auch egal. Halt, stehen geblieben. Oh, im Flügel getroffen. Sehr schön. So, da gibt die Gargoyle-Hellebarde, die mich jetzt aber nicht wirklich interessiert. Weil ich halt auf Äxte, vor allem Großäxte, geskillt bin. Und weniger auf Hellebarden. Die Dinger mag ich einfach auch nicht so sehr. Okay, hier unten sollte nichts sein. Und da gehen wir nochmal in die Gemäldekammer. Einfach bloß damit... Ja, damit ihr es auch gesehen habt. Ich weiß jetzt schon, dass man da nicht wirklich viel machen kann. Außer ein paar Gemäldehüte umhauen. Da finden wir dann auch noch eine Rüstung. Aber dazu gleich mehr. Sehr schön. Ich dachte, ich wäre vorbeigerannt. So, die Typen sind auch nicht wirklich wichtig, ja, die muss man dann wirklich durchsuchen. Weil, was habe ich denn eigentlich für zwei Ringe? Weil ich sehe gerade, dass ich meinen Schlangenring gar nicht habe. Ich war auch nicht im... Oh nein, 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 nein. Ganz böse. Der Typ da hinten, der hat mich... Na toll. Okay, ich sollte aufhören, so einen Scheiß zu machen. Sonst verrecke ich hier noch. Oh, komm, nicht wieder von hinten. Oh Gott. Stirb hier. Gut, wie gesagt, kleine Gegner sind ein bisschen blöd mit der Großaxt. Aber dafür, dass man sie dann mit einem Schlag umhauen kann, ist auch ganz nett. Wie habe ich dich verfehlt? Das wird mich wirklich interessieren. So, die Typen sind auch nicht weiter wichtig eigentlich, weil sie geben eh bloß Wurfmesser. Ach ja, ich brauche den Havelsring, weil ich nicht genügend Gewicht habe. Und nicht genügend Konstitution, um die Waffe plus Rüstung führen zu können. Da mir die Golem-Rüstung aber eigentlich ziemlich wichtig war, habe ich einfach Havels Ring genommen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war sehr gut, dass der nicht getroffen hat. Oh, die Typen sind furchtbar. Verstecken wir uns mal lieber hier. Ne, ich habe ja 20 Tränke auf plus 3, von dem her. So, komm ran. Und du. Furchtbar, die Typen, aber die haben auch schon so genervt. Bin ich froh, dass ich die bald nicht mehr sehen muss. Ach komm, danke schön. Endlich so. Was hat der Typ eigentlich im Kronleuchter gebracht? Große Zauberwaffe, genau. Werde ich aber nicht benutzen. So, und hier ist das Gemälde, das die eigentlich bewachen. Immer noch ein sehr cooles Bild, wie ich finde. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht die Festung da oben... Wir sind jetzt auf dem Weg zum Hauptpalast, beziehungsweise zum alten Palast von Lord Gwyn. Und da oben auf dem Berg ist ja so ein kleines... Ja, keine Ahnung, was das sein soll. So ein kleiner Palast.
Und ich kann mir halt vorstellen, dass das ein Gemälde von dem kleinen Palast ist. So, jetzt legen wir noch den hier um. Hoffentlich treffen wir ihn. Ja, sehr schön. So, hier haben wir Schwarzeisenzeug. Kann ich auch noch kurz zeigen bzw. vorlesen. Das ist nicht ganz so bzw. ziemlich schlechter, wie ich gerade sehe. Aber fast genauso schwer. Das heißt, unsere Golem-Rüstung ist halt schon ziemlich gut. So. Der Helm des Schwarzeisentakos, einen für seine Stärke bekannten Ritter. Aus speziellem unbeschichteten Eisen angefertigt, bietet er hohen Schutz, speziell bei Feuerangriffen. Aber er ist so schrecklich schwer, dass ihn kaum ein anderer außer Takos höchst selbst tragen kann. Ja gut, wir haben den Golem, die Golem-Rüstung und damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Sondern das Interessante ist, wenn man hier unten hingeht, kann man das Bild untersuchen und dann steht, Vorrichtung bewegt sich nicht. Und man sieht, dass das Bild schon ziemlich schief hängt. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder was das bringt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man das Bild vielleicht umkippen kann. Naja, wir werden sehen. Ich finde das Bild immer noch unglaublich. Da mit dieser Brücke und sowas. Man sieht das Bild eigentlich erst, wenn man weiter weg geht, so ungefähr. Der schöne Schicht, ich habe, glaube ich, die Helligkeit ein bisschen hochgedreht, jetzt sieht man es auch besser. Davor war es ziemlich dunkel. Und hier halt die Brücke und dann da oben ist, ja, so eine Art Schloss oder so, keine Ahnung. Vielleicht ist ja auch die Stadt der Untoten, ich weiß es nicht. Zumindest ist irgendein großes Schloss auf dem Berg. Deswegen habe ich halt vermutet, dass das Schloss da oben ist. Aber da habe ich bisher auch noch nicht weiter gewusst. Ich bin dann einfach gegangen, weil, ja, wenn sich die Vorrichtung nicht bewegen lässt, dann bin ich hier falsch. Und mal sehen, was wir damit noch anfangen können. Vielleicht, wenn wir fertig sind mit Anor Londo und das Lord Vessel bei uns haben.